Hallo ihr Lieben, ich backe heute einen Kuchen und möchte gerne mit euch Zubereitung mitteilen. Also für Kuchen brauchen wir 5 Eier, Backpulver, Kirsche, Mehl, Zucker und Butter. Am allererst müssen wir Eigelb von Eiweiß trennen und Eiweiß mit halbe des Zuckers steif rühren. Eiweiß und Zucker müssen so ausschauen, also wie Schnee. Also bitte sehr stark schlagen. Jetzt eine Torte oder Springform von 26 cm ausfetten und mit Mehl ausstreuen. Jetzt die Eigelb mit der Hälfte des Zuckers und der Butter oder Margarine schaumig rühren. So geht das. Ein bisschen Butter aufheben, weil dann später brauchen wir das für den Form, den Kuchen. Weil so, mein Teig ist jetzt schon bereit. Ich muss nur den vorbereiteten Eiweiß mit Zucker unter den Teig heben. So geht das. Jetzt müssen wir Backofen auf 190 Grad vorheizen. Und dann füllen wir unseren Teig in Teigeform und senken die Kirschen. Ganz vorsichtig heben wir Eiweiß unter den Teig und rühren wir ganz, ganz vorsichtig, damit diese Masse mit Eiweiß nicht schaumig wird, sondern bleibt so fluffig, wie ist es. Ich habe meinen Teig schon in Tortenform oder Springform gefüllt und ich fange mit Kirschen. Ich muss alle 300 Gramm Kirschen in den Teig senken. Deshalb heißt den Kuchen auch versunkene Kirschkuchen. Also, ich bin schon fertig. Der Teig muss so ausschauen. Man kann auch mit einem Kuchenlöffel, beziehungsweise damit, kann man auch Kirschen leicht nach unten sinken lassen. Aber das ist nicht nötig, weil wenn Kirschen auch oben bleiben, ist nicht schlimm. Jetzt muss ich nur noch warten, dass der Backofen warm genug ist und dann kann ich meinen Kuchen schon backen. Allerdings muss man 50 bis 60 Minuten backen. Und während Backzeit senken die Kirschen in Teig. Am Ende könnt ihr den Kuchen entweder mit Puderzucker bedecken oder mit Glasur.
Das kommt darauf an, was ihr da machen wollt.